Zwei. Was machst du? Drei. Ist das TikTok-Video? Nein, mehr. Erkläre, was ist TikTok und wieso sind wir TikTok-Millionär? Das ist das Ziel von diesem Video und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Saturday and Sunday. YouTube. Gibt's ja auch noch. Genau, ist noch nicht ganz gestorben. TikTok ist das neue Ding. Aber was ist überhaupt TikTok? Es ist eine super Plattform, wo man Gummibärchen essen kann. Ständig. Okay, und auch noch die gute Erklärung. Was ist eigentlich TikTok? Die App TikTok gehört neben Facebook und WhatsApp zu den meistgeladenen Apps im App Store. Es handelt sich um ein soziales Netzwerk, ähnlich wie zum Beispiel Instagram. Anstatt Bilder stehen aber kurze, einfach gedrehte Videos, die meistens mit Musik untermalt sind, im Zentrum. Ende 2017 hat die Plattform den beliebten Konkurrent Musical.ly aufgekauft. 200 Millionen Nutzer hat TikTok so auf einen Schlag aufgekauft für 1 Milliarde Dollar. Und so haben sie auch den Durchbruch in ganz Europa geschafft. Die meistens auf reine Unterhaltung aufgebauten Videos dauern im Schnitt nicht 60, sondern nur 15 Sekunden. Nachdem TikTok aufgrund von seiner chinesischen Muttergesellschaft ByteDance wegen allfälliger Zensur von China-kritischen Inhalten in der Kritik gestanden ist, ist die App mittlerweile extrem beliebt. Sogar die konservative Deutsche Tagesschau ist mittlerweile auf TikTok vertreten. Seit wann ist der kaputt? Ihr Nagel ist kaputt. Nein. Da, da, da! TikTok! Ich finde, TikTok ist eine richtig geile Plattform. Ich habe mich wirklich ein bisschen darin verliebt. Kilian wollte gar nicht damit anfangen. Ja, es ist ein bisschen cringe. Weil du tanzt auch so vor der Kamera rum, machst du komische Challenges. Nein, tanzt nicht. Es ist überhaupt nur ein Tanzen. Das ist, Tanzen ist bei Musical.ly. Das machen jetzt nur noch wenige, dass sie irgendwie ein Sing-Clip tanzen oder was auch immer. Ein bisschen cringe ist es ja schon, das TikTok. Ich meine, das wäre wie wenn wir jetzt für YouTube ein Video machen würden, wo ich einfach 10-mal das Outfit wechsle. Okay, mach mal. Ja, danke, das hätte jetzt echt auch ein bisschen farbenfroher könnte sein, ne? Ja, okay. Haha. Ha? Not ist bad. Ist das schon alles? Das war es. Machen wir weiter. Jetzt sind ihr gefragt, schreibt mal da unten in die Tasten rein. Habt ihr einen TikTok-Account? Oder eben nicht. Es wäre auch interessant. Also schreibt nein oder jo. Übertrieben. Okay. Er ist schon voll im TikTok-Style. Nein oder jo. Nein, TikTok-Style war so. Stimmt. Klappe die zweite. Ist das jetzt dein Ernst? TikTok. Du kannst kurze, lustige Videos machen. Und ich finde es relativ kreativ, weil du wirklich auch zum Teil so Challenges bekommst und dann heisst, ja, jetzt mache etwas zum Thema Slow Motion. Und ich finde, es animiert so ein bisschen zum kreativen Content in sehr kurzen, snackable Videos zu machen. Das stimmt, genau. Und da haben wir zum Beispiel auch unsere Pranks ausgepackt, wenn ich zum Beispiel die Loredana in Luganensee reingeworfen habe. Das hat mich dann natürlich auch gefreut. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, nach so ein paar Tagen auf TikTok habe ich irgendwie auch so den Spass daran gefunden. Es ist sehr unterhaltsam. Es ist wirklich nur reduziert. Also auf, die Videos sind extrem kurz. Man konsumiert viel mehr Videos. Also wenn ich irgendwie 10 Minuten auf TikTok bin, habe ich irgendwie 100 Videos geschaut. Also es ist wirklich krass, wie schnell dass man die Videos konsumiert hat. Und entsprechend muss man auch viel mehr Content bereitstellen. Also wir machen auf TikTok fast jeden Tag ein Video. Und es ist wirklich so, wir haben das voll durchgezogen, vor allem die ersten 2 Wochen. Und wir haben innerhalb von 2 Wochen 100'000 Follower bekommen auf TikTok. Und haben ein Video gemacht, das hat 26 Millionen Views. In diesem Moment hat es wahrscheinlich noch mehr Views. Aber jetzt stellt euch das mal vor, 26 Millionen, das ist 3,5 Mal so viel, wie die Schweiz überhaupt Einwohner hat.
Also auch so als kleines Update mittlerweile. Ein Video. 27 Millionen! Genau, als wir angefangen haben zu drehen, ist es noch bei 26 irgendetwas gewesen. Es ist crazy. Es geht ständig auf. Also ihr könnt ja jetzt mal schauen, wie viele Views das Video hat und kommentieren es unter ihnen. Das ist Also ich weiß nicht, ob jemals jemand aus der Schweiz ein Video gebracht hat, das 26 Millionen Aufrufe hat. Also es ist wirklich absolut crazy. Wir sind auch völlig abgegangen, als wir das gesehen haben. Das Video ist aufgegangen. Es ist wirklich um die ganze Welt, das Video. Und es ist eigentlich noch lustig, weil es ja eigentlich so ein bisschen ein Schweizer Thema ist. So Christbaum, Weihnachtsbaum verpacken. Genau. Und dass jetzt irgendwelche Leute auch in Neu-Ost-Südasien gesehen haben. Genau, das ist wirklich sehr witzig. Da haben wir noch ein anderes Video, das relativ viral gegangen ist. Das hat, glaube ich, auch 3 Millionen. Das stimmt, ja. Über 3 Millionen sogar. Genau. Aber das ist wirklich einfach random. Outfit changed. Ich weiß auch nicht, irgendwie finden das die Leute lustig, dass du eben so kannst irgendwelche Outfits von brav zu verrucht und ja. Ich finde es echt auch witzig, die Videos zu machen. Ja, schnell müssen das Handy holen, damit wir noch wissen, was wir für komische TikToks gemacht haben. Ah, das mit Weihnachten finde ich cool. Das ist Tactical Christmas. Genau, das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Video. Wir haben den Tactical Christmas gemacht. Da geht es eigentlich darum, dass man Granaten in Form von einer Weihnachtsbaumkugel nicht mehr anschmeissen und dann plötzlich eine Weihnachtsdekoration haben. Und das ist also auch eine Challenge, die irgendwie von TikTok vorgegeben war. Also das war so ein Hashtag, wo man genau, Tactical Christmas und da hat man sich kreativ ausleben. Was auch sehr beliebt ist, sind Transitions, also sozusagen Verwandlungen. Zum Beispiel, wir haben hier unsere Good Morning Man, unser Playmobil-Männchen, plötzlich in mich verwandelt. Mhm. Oder wir haben die nach einem Heiratsantrag plötzlich in ein weißes Kleid setzen lassen. Und bei dem hat der Kilian sogar Lip-Sync gemacht. Also, das stimmt. So. Was man nicht alles macht für TikTok. Aber jedenfalls, es macht Spass. Müsst ihr jetzt einen TikTok-Account machen, falls ihr noch keinen habt? Ja, zum uns folgen. Zum uns folgen. Aber ja, es ist fragwürdig. Es ist reine Unterhaltung. Also es ist sicher sinnvoller, als irgendwie zu oben RTL schauen oder Sat.1 am Fernsehen. Aber es kommt weniger Werbung, definitiv. Vor allem momentan, da die Plattform noch keine Werbung schaltet. Das stimmt. Aber es ist sicher sinnvoller, irgendwie ein gescheites Buch zu lesen oder so. Genau, aber von dem fangen wir jetzt nicht an. Machen einen TikTok-Account, abonnieren den YouTube-Kanal. Das ist ganz wichtig. Geben uns einen Daumen nach oben für das Video. Und bis zum nächsten Mal.